Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Build a Minecraft Adventure Map mit dem Friedensbringer. Wir befinden uns auf der Zielgerade. Da vorne sind noch drei Plots. Bob, bob, bob. Das haben wir beim letzten Mal gemacht. Die Sternwarte. So called. Also, es ist immer noch ein bisschen traurig, dass es aussieht, als wäre das ein riesiger Frappuccino mit einem goldenen Strohhalm. Aber egal. Es ist meine Sternwarte. Und wir bleiben dabei. Und naja, der restliche Teil. Also die drei Plätze da drüben und das hier ist das Ende der langen, langen Historie des wir bauen eine Stadt. Allerdings halt, ne, wir wissen alle, da fehlt noch ganz, ganz viel Interior. Da fehlt noch Story, da fehlt noch die ganze Programmierung der ganzen vielen, vielen Tausenden von Command-Blöcken, die wir wahrscheinlich brauchen werden. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Heute mache ich das hier. Ein Haus. Ich weiß, ihr alle denkt euch, was? Der macht Häuser? Abgefahren. Ich überlege, ob ich das Sinn macht, das so zu zimmern. Ich denke, ne? Einen nach hinten gesetzt. Und hier ist es ja auch. Ups, ja, da nicht. Also man hat hier so diesen kleinen Durchgang. Das ist vielleicht ganz nett. Weiß ich nicht genau, wofür man das braucht. Hier so nach hinten. Könnte sein, dass es von Bedeutung ist. Und wir nehmen heute einfach nur Harden Clay. Ich habe mal so geguckt, was hier so in der Nähe steht. Da vorne ist Grey und so. Und ansonsten ist nicht so viel Clay hier in der Nähe. Das ist also gut. Ganz normal den Harden Clay. Damit können wir auf jeden Fall arbeiten. So. Vorne muss eine Türe rein. Oh, da die Türe. Wenn das der. Na komm her. Dass der Türrahmen ist. Dann kann dies hier ein Fenster sein. Nach hier kann es zwar auch ein Fenster geben, aber eigentlich macht das nicht so richtig viel Sinn. Höchstens da. Der Rest. Der Rest wird einfach nur eine Wand. So. Das hier ist offensichtlich einfach nur eine Wand. Was soll da auch sonst hin? Und hier, ja, hier können wir schön Fenster machen. Eine riesige Fensterfront. Why the hell not? Ja. Hatte ich das nicht ausgestellt? Das habe ich mich schon mal gefragt. Das ist wahrscheinlich abgelaufen, oder? Togle, Don. Unfall. Okay, das heißt anders. Clear Weather. Okay, nochmal. Weather clear. Ha! Okay. Ah, es ist okay. Und hier nach hinten so ist auf jeden Fall geil. So der Ausblick bis zu dem. Also das ist eigentlich eine schöne Position so, ne? Von Häuschen. Ist ein bisschen klein, klar, die sind immer ein bisschen klein bei mir, aber ich finde es trotzdem okay. So, da können wir sowas machen. Und dann brauchen wir Planken. Spruce Wood. Warum nicht Spruce Wood? Spruce Wood ist eine nette Sache. Und wir nehmen, das ist das Falsche. Spruce Wood Slabs nehmen wir direkt noch dazu. Und damit machen wir einen Boden. Zack. Wie auch immer da der Sand hinkommt. Ja, wer weiß, was hier früher mal gestanden ist, ne? Also ich habe ja hier alles Mögliche abgetragen. Vielleicht war hier schon Wald und keine Ahnung. Vielleicht war hier ein See, da war ja gerade Wasser. Irgendwas in der Richtung. Ist egal. Spielt keine Rolle. Einmal eine Decke reinziehen. Zack, zack. Und zack. Die Decke kriegt Licht. Also nicht die Decke, sondern natürlich der Raum darunter. Einfach da. Das ist nicht gerade mittig. Vielleicht so.
Das ist schön zentral. Alles klar. Das finde ich gut. Das sind Slabs. Das sind Bricks. Das sind Stairs. Und schon sind wir auf dem Weg, ein Dach zu machen. Das Dach braucht in jedem Fall einen Überhang. Nach da. Und wahrscheinlich einfach einen Überhang komplett rum, ne? Kann ich das so machen? Ja, okay. Zack, 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 zack. Okay. So, das sieht doch ganz vernünftig aus. Komm her. Kann nicht sein. So. Ich würde dann aber hier slappen. Ich will ja nicht zu hoch werden. Da auch. Ich hatte es schon mal angedeutet, dass da das Fenster wird definitiv ersetzt durch eine Wand. Das macht keinen Sinn, da ein Fenster so zu haben. Das Fenster finde ich geil. Super in den Hinterhof. Das sowieso. Aber das Fenster muss leider weg. So ist das manchmal. Das sind Dinge, die sich bei solchen Großvorhaben auch zwischendurch einfach mal ändern können. So. Okay. Die Ebene. So, und sieht aus wie ein Haus. Ist ein bisschen strange, weil das halt so, ne, das ist Stairs und dann, ne, aber ich glaube, das ist schon okay. Und es ist halt, ich finde es wegen diesem Dach ganz gut, dass das so ein Überhang ist, damit das einigermaßen aussieht. Ich überlege allerdings, sowas, nee, sowas zu machen. Also, dass der Überhang so aussieht, das passt sich, glaube ich, besser zueinander. Und hier, na, hier ist okay. Das finde ich gut. So, ich bin unheimlich effizient geworden, was diese Häuser angeht, oder? Also, vor allem, wenn ich die immer gleich, also die, die ich immer gleich baue, die sind auch immer irgendwie ziemlich schnell gemacht. Das ist natürlich Quark. Was nehmen wir denn mal für ein Glas? Dekorativ. Vielleicht was Grünes. Und zur Seite. Vielleicht mal Grau. Also da Grau. Ja, guck mal, das passt sich doch mit dem da drüben. So. So. Aber jetzt denke ich mir, dazwischen hätte ich gerne sowas. Also wirklich so richtig schön sichtig. Ich finde, also rein von der Optik dieses kleinen Fensters ist das schon eine schicke Sache, finde ich. Einmal raus. Alles klar. Es hat noch keine Türe. Türen. Spruce hätte ich gern. Und ich glaube auch, dass ein Schornstein dahin passt, auf die Seite. Dieser Schornstein wird euch heute präsentiert von Diorite. Und zwar mittig, genau mittig. Nee, mittig ist ungeil. Also mittig hat viele Vorteile, klar. Symmetrie ist was Feines, aber so ein bisschen Asymmetrie, dass es so ein bisschen nicht genau in der Mitte ist, sondern eben ein bisschen versetzt. Sorgt halt für ein bisschen mehr Interest. Also, nicht Interest. Interest ist Quatsch, Interest heißt Zinsen. Dass es ein bisschen interessanter aussieht. Ja, ich finde das ganz gut. Wenn die Sachen immer sehr zentral liegen, ich weiß nicht, ob ich hier irgendwo ein Negativbeispiel habe, also wenn die Sachen so sehr, sehr zentral, sehr mittig aufgebaut sind, so wie das, das ist ja exakt gleich auf beiden Seiten. Und das ist auch symmetrisch. Aha, also links und rechts ist alles gleich. Also abgesehen von den Fenster. Paneelen hier, die ein bisschen versetzt sind. Ansonsten ist das Ding komplett symmetrisch aufgebaut. Hier unten nicht mehr ganz, aber nur bis hier alles symmetrisch ab da oben. Ne? Das ist bei der Größe jetzt hier
ist der Effekt halt nochmal ein anderer. Das ist halt riesengroß und deswegen wirkt es majestätisch. Aber bei sowas Kleinem, wenn man da die Sachen alle ganz symmetrisch, also wenn man jetzt einen Hornstein genau in der Mitte machen würde, was gar nicht geht, weil ich hier keine exakte Mitte habe, aber nochmal angenommen, das würde langweilig aussehen, weil das Ganze dann irgendwie so geometrisch wirkt und nicht mehr interessant. Insgesamt sind meine Gebäude hier im Vergleich zu denen, die ihr ja gebaut habt, sowieso hochgradig uninteressant, weil die einmal sind die alle extrem ähnlich. Ja, hier sind ja viele von euch, deswegen ist das nicht so geil als Beispiel. Aber hier drüben sind ja ganz viele Sachen, die sehr, sehr ähnlich sind. Die Sachen sind sehr, sehr ähnlich aufgebaut. Die sind strukturell halt immer wieder gleich und eigentlich nicht besonders interessant. Ich habe ja hier durch die Dächer, durch die verschiedenen farbigen Dächer, mache ich ein bisschen was. Das bringt ein bisschen Interesse rein. Und das andere ist, ich habe immer wieder bestimmte ja, Abwechslungen reingebracht. So Sachen wie hier die Balken, die einfach höher gehen. Zwischendrin mal ein versetzter Schornstein. Die hier solche Ausbuchtungen. Auch, dass die unterschiedlich hoch sind. Ja, das ist, wenn man von ganz oben guckt, natürlich egal. Aber so, wenn man so von der Seite ein bisschen guckt, macht auch die Höhe nochmal was aus. Und dadurch versucht man halt das Ganze ein bisschen interessant zu machen. Und dann habe ich ja solche Großgebäude wie das Krankenhaus, die das Ganze nochmal auflockern sollen. Und das aus meiner Sicht auch erfolgreich tun. Genauso wie der kleine Fluss hier, der ja auch total untergeht im Grunde in dieser riesigen Häusermenge. Aber das ist ja auch gerade durchaus gewollt. Das Ganze soll ja ein bisschen beengt und bedrängt wirken. Und natürlich hier hinten haben wir sehr viele individuelle Sachen. Das lässt sich nicht mehr so genau, nicht mehr so genau, nicht mehr so gut vergleichen. Aber der wesentliche Punkt ist, wenn ihr solche Sachen baut und je häufiger ihr solche Sachen baut, umso mehr müsst ihr darauf achten, dass die nicht zu symmetrisch sind. Dass dieser Schornstein nicht auf dem Feld, sondern auf dem ist, ist eine künstlerische Entscheidung meinerseits. Das klingt jetzt zwar sehr hochgestochen, aber man darf Kunst nicht immer nur mit, also das hier ist Kunst, natürlich. Das ist jetzt nicht gerade Leonardo da Vinci Kunst, keine Frage, ja. Es ist auch überhaupt keine Kunst, die man als Kunst jetzt irgendwie verkaufen könnte oder so, oder über die man im Kunstunterricht spricht. Aber es ist ein kreativer Schaffensprozess und die einzelne Zusammensetzung der vielen, vielen Tausenden, inzwischen möglicherweise Millionen Steine, die sich hier zusammensetzen, um dieses Bild zu erzeugen, das ist Kunst. Und bei so etwas muss man halt auch überlegen, warum setze ich den Block an die Stelle und nicht an die? Das gehört mit dazu. Und zumindest, auch wenn das nicht für jeden einzelnen Block immer so super wichtig ist, im Großen und Ganzen sollte man sich darüber klar sein, was man macht. So, das war jetzt mal mein Ausflug in die künstlerisch-philosophische Betrachtung von Minecraft. Aber vor allen Dingen haben wir ein Gebäude mehr fertig. Da sind die letzten drei und da geht es dann in den nächsten Wochen dran. Das heißt, wir werden dieses Jahr noch fertig. Und dann haben wir eine Stadt. Keep on happy building.